Hallo und willkommen zurück an meinem Schreibtisch. Ihr habt gerade schon ein paar Filmchen gesehen von dem Ecoprint-Workshop, den ich hier besucht habe. Ich habe euch da einmal das Atelier gezeigt, in dem das stattgefunden hat, und dann mal so ein bisschen, was wir so produziert haben. Ich zeige es euch auch hier jetzt noch mal kurz. Also ich finde, die Ergebnisse sind wirklich richtig schön geworden. Das finde ich irgendwie ganz spannend hier mit dem Zeitungspapier. Da habe ich jetzt so ein bisschen mal Auswahl. Das finde ich ist jetzt nicht so dolle geworden. Das waren Zwiebelschalen. Das ist dann sozusagen immer, also diese normalen Papiere sind dann immer das eigentlich, was nur abgedeckt hat, das andere, aber die finde ich sind zum Teil sogar schöner geworden als das in Anführungsstrichen Original. Das finde ich jetzt auch ganz toll geworden. Und das ist dann im Prinzip die Gegenseite dazu. Sind die Ergebnisse gewesen. Und aus einem davon habe ich mir dann gleich hier ein neues Insert gebunden für den September mit diversen Papieren, die ich noch so übrig hatte. Finde ich, es sieht auch sehr, sehr schön aus. Das war jetzt übrigens auch wieder eins von diesen Abdeckpapieren. Das ist einfach nur normales 80 Gramm Kopierpapier gewesen. Fand ich aber jetzt gar nicht so unpraktisch, weil ich das besser hier drum bekommen habe als diese dicken Papiere. Ja, und dann müssen wir ja noch durchblättern. Hier war unsere letzte Seite, die wir gemacht haben zusammen. Und die Waschmaschine ist da, ja. Ein Spoiler. Und wie ihr seht, muss ich hier gar nichts wegblören, weil ich nämlich überhaupt nichts geschrieben habe. Aber ist auch nicht wirklich viel passiert. Samstags waren wir halt auf dem Markt und sonst haben wir nicht viel gemacht. An dem Sonntag waren wir auf dem Flohmarkt und danach noch beim Metzger, um Fleisch zu kaufen für unseren Besuch am Montag. Und dann, der Metzger dort hat immer so eine Rotisserie, also mit Grill, frischen Grill, gegrillten diversen Stücken. Und da haben wir uns in die Schlange angestellt. Deswegen habe ich jetzt dieses Bild dafür verwendet, weil wir ungefähr eine halbe Stunde oder noch ein bisschen mehr in der Schlange standen. Da hatten wir dann Besuch abends. Hier habe ich noch ein bisschen so mit Aquarellfarbe einfach nur gespritzt, um diese Farben nochmal aufzunehmen von den Fotos. Hier war dann Flohmarkt nochmal und wieder nicht groß was geschrieben. Und hier kam die Waschmaschine. Was heißt, sie kam? Also wir haben sie geholt. Und ich muss echt sagen, also so 70 Kilo Waschmaschine tragen ist schon auch nicht so ohne. Und die dann in die enge, in den engen, wie nennt sich das? Schuppen? Nee. Ja, also so ein kleiner Anbau, wo die drin steht. Es war schon ein bisschen ein Gefummel, aber sie tut. Und hier war dann eben mein Workshop und da habe ich jetzt ein paar von den Ergebnissen gleich verwendet. Das waren so Blätter und so weiter, die wir mit dem Hammer auf Papier gehämmert haben und dann mit so einer Lösung einmal mit Eisen, was auch immer das dann ist, Oxid oder so. Ich weiß es halt jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil der Workshop war natürlich auf Französisch. Und das andere war mit Alaun-Lösung zum Fixieren. Also man hat zuerst kaum was gesehen von dem Abdruck und dann kam die Farbe erst raus, dann durch das Auftragen von diesen Lösungen. Und ja, ich finde das ganz schön geworden. Hier waren wir essen und da habe ich so eine Werbung gefunden, was ich irgendwie echt sehr nett fand aus so einer alten Zeitung. Ich glaube 60er Jahre, irgendwie sowas. Und ich finde das so toll, weil die machen hier so einen auf, ist eine Werbung für Vittel gewesen. So auf gesund, mit hier vorne sind ein paar Äpfel und die trinken schön Wasser und er raucht dabei.
Fand ich echt super, weil das spiegelt eben schon so ein bisschen die Einstellung der Zeit wieder. Also, es musste da unbedingt rein. Fand ich echt sehr gut. Wie er noch die Fluppe im Mund hat, wenn er das gesunde Vitellwasser eingießt. Ja. So, jetzt müssen wir aber hier mal die Seite für gestern gestalten. Idee habe ich noch keine wirkliche, aber ich habe gedacht, ich guck mal noch mal hier dem Buch da, ob wir da was Nettes finden, was wir verwenden könnten. Die mag ich ja schon sehr, diese alten Bilder. Und das blättern wir jetzt einfach mal zusammen durch und dann gucken wir mal, was wir nehmen. Und das wäre vielleicht gar nicht. Ich glaube, das nehme ich jetzt gleich mal, weil wir waren ja gestern einkaufen. Und das ist so ein Brodetabak. Also wahrscheinlich Zigarettenladen. Sagen wir mal. Da würde ich, glaube ich, gleich mal mir das. Auf der Rückseite. So, keine Ahnung. So eine Art Comic oder so. Das hier mal ausschneiden. Ja, wir haben jetzt, also zumindest im Sommer machen wir das immer so, dass wir relativ früh auf den Markt gehen, samstags. Und dann zuerst mal Fisch kaufen, weil die verkaufen dann immer direkt am Hafen. Den Fang sozusagen der Nacht, und wenn man da zu spät kommt, dann sind die guten Sachen natürlich weg. Klar. Und dann holen wir zuerst den Fisch und dann gehen wir zum Bäcker, holen uns Croissant und Pain au Chocolat, und damit gehen wir dann in die Bar Tabac, wo wir uns dann noch einen Kaffee dazu holen, und dann wird es gefrühstückt. Das ist nämlich das Schöne hier. Dass man hier einfach sein Croissant mitbringen kann und dann den Kaffee im Kaffee bestellt und dann sein Croissant dazu essen kann. Und da hat keiner was dagegen. Im Gegenteil, das ist ganz üblich so. Das machen eigentlich alle so. Das finde ich irgendwie eine sehr nette Tradition. Was ist denn das? Wohne Ferré, plus de faute dans vos dictées. Okay. Machst nie wieder Fehler in deinem Diktat. Oh. In deinem Diktat ist wahrscheinlich eher nicht die Schule gemeint, nehme ich an. Sondern wahrscheinlich so sekretärinnenmäßig oder so. Aber ich keine Ahnung. Aber das könnte man ja vielleicht auch noch mit reinmachen. Ist ja wurscht, das sieht auf jeden Fall nett aus. Ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Ja, das Wetter ist besser. Na, es hat zwar jetzt noch ein bisschen geregnet gehabt, aber jetzt, gestern war es richtig schön. Und wir hatten tatsächlich auch irgendwie so 24 Grad oder so. Echt ganz toll, haben wir wirklich jetzt genossen. Eigentlich muss ich das nicht mal so machen. So. Und das aber noch mal ein bisschen kürzen. So. Dann so. So. Dann haben wir hier noch mal eins. Dann könnte man hier ja noch mal was drauf machen. Vielleicht sogar die Flasche oder so. Die schneide ich jetzt vielleicht einfach mal auf. Ja, unser Urlaub ist jetzt dann auch vorbei, ist ja klar, weil jetzt wird das Wetter ja gut.
Wobei wir ja auch hier nach Feierabend noch irgendwie schöne Spaziergänge machen können oder so. Also ich habe am Freitag schon wieder angefangen zu arbeiten. Und mein Mann fängt jetzt dann am Montag auch wieder an. Und dann hier wieder Alltag angesagt. Also so mehr oder weniger Alltag. Ja. So, das machen wir so. Ich glaube, das gefällt mir. Und dann müssen wir da noch irgendwo das Datum unterbringen. Aber da finden wir auch noch eine Lösung. Das Quietschen gerade eben, das war übrigens dieses Auszugsbrettchen, wo ich immer mein Kleberei drauf mache. Der Hund hat wieder draußen irgendwas gehört. Kann sein, dass die jetzt gleich anfängt zu bellen, aber das seid ihr ja auch schon gewöhnt. Weil heute ist Sonntag und das Wetter ist schön, da kommen doch vielleicht sogar Leute hier auf dem Wanderweg vorbei, der bei uns hinterm Haus durchführt. Da muss der Hund natürlich immer gleich melden. Machen wir dann da drauf und das hier unten. Ja, das gefällt. Ach so, ich bin gar nicht mehr im Bild, Entschuldigung. So, jetzt. Jetzt mache ich das YouTube schon so lange und habe immer noch keine Profi-Qualität hier. Aber das ist sowas wie Reality. Also wir machen ja hier Telenovela mit Reality-TV, ne? Oder so. Ihr seid immer mit dabei. Ja, finde ich jetzt irgendwie ganz nett. Dann kann ich hier noch ein bisschen was schreiben, obwohl es ja auch da wieder nicht groß was zu erzählen gibt. Und ich führe ja auch immer noch mein 5-Jahres-Journal sozusagen digital. Das heißt, da steht eigentlich dann eh schon immer drin, was ich am Tag so gemacht habe. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ich hier jetzt nicht so arg viel schreibe. Das ist jetzt mehr eigentlich so, dass ich da halt meine kreativen Sachen mache. Ich glaube, ich. Ich nehme das jetzt hier als Washi-Tape, um das Datum da festzumachen. Ich schneide das noch ein bisschen ab. Das klebt jetzt alles hier an meinen Fingern. Aber das Schöne ist bei dem Kokoina-Kleber, dass der wasserlöslich ist und sich sehr gut abwaschen lässt. Das ist gar kein Problem, den von den Fingern runterzubekommen oder auch von irgendwelchen Schreibtischen. Das ist schon sehr vorteilhaft. Ja, ich glaube, wir bleiben jetzt heute mal hier in dieser Optik. Ich weiß nicht, ich habe hier schon so ein paar Dinger noch ausgerissen von meinem Kurs, aber ich glaube, das muss jetzt nicht noch dazu sein. Das passt jetzt, glaube ich, auch nicht so richtig gut. Von daher würde ich sagen, wir lassen das oder machen wir noch eine Briefmarke drauf. Das fällt mir jetzt gerade noch so ein, weil ich habe das ja hier extra mitgenommen. Wir könnten doch noch so eine farblich passende Briefmarke da drauf machen. Was würde denn farblich passen? So, sowas da. Oder eher so braun. Nicht mehr so. Entschuldigung. Ja, so braun.
Sekunde. Ist ein bisschen klein. Ne? Sieht man gar nicht. Oder wir machen halt eine andere Farbe. Nee, ich mache jetzt den. Ich nehme jetzt den. Entschuldigung. Ich bin ja auch noch an mein Stativ gestoßen. Das hat es jetzt noch rausgerissen, würde jetzt Dine sagen. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Und ich freue mich natürlich wie immer über erhobene Daumen und nette Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.